Hey ho Schnuckis, willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Testing New Make-up und ja, ich habe viel Rouge drauf. Und ja, ich liebe es, ich bin mir dessen bewusst. Oh, das ist so schön. Ja, es geht hier sehr viel um Rouge, es geht sehr viel um Glow, es geht um einen neuen Concealer, es geht um darum, wie ich mich am Ende des Videos vielleicht ein bisschen zum Honk mache. Denn ich habe es getan. Also, wenn ihr sehen wollt, wie das hier entstanden ist, was ich benutzt habe und so weiter und so fort, bleibt dran, es geht direkt los. So, dann schminken wir uns doch mal zusammen. Und zwar habe ich als allererstes hier eine weitere Version von meinem Tarte Glow Light. Ihr wisst, ich liebe das Ding. Hier ist ein Backup, hier ist den ich die letzte Zeit immer benutze. Ihr seht das ja immer, ich zeige euch auch gleich, wie ich das benutze. Das ist ein bisschen sowas wie Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish, ne, ihr wisst schon. Nur in meiner Meinung nach besser. Bei dem von Charlotte habe ich oft das Gefühl, das rutscht mir in die Fältchen, bei mir sitzt die Foundation nicht so gut und so weiter. Ich bin einfach nicht sehr zufrieden damit. Bei dem Tarte C Glow Light, so sieht es aus, aktuell gibt es das, glaube ich, auch immer noch nur bei Tarte selbst, also nicht bei Sephora oder so. Vielleicht kommt es ja noch oder wie auch immer, wäre natürlich schön, weil meiner Meinung nach das Beste in dieser Reihe von den Sachen. Aber auch echt das Teuerste, muss ich leider sagen. Ist tatsächlich noch teurer im Verhältnis als das von Charlotte, aber es ist mega. Ich benutze ja immer die Farbe Glimmer, das ist das hier. Ja, das wirkt ein bisschen dunkel, aber trotzdem dadurch hat man gleich so eine geile Freshness. Ich habe mir aber jetzt noch die Farbe Sunkissed geholt. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, in meinem Kopf, die Farbe Sunkissed wäre dunkler. Ich wollte tatsächlich noch was Brauneres, also etwas, ja, bronzigeres als das Glimmer. Aber ist es gar nicht. Und zwar, das ist daneben die Farbe Sunkissed. Und ich glaube, das ist für sehr viele von euch vielleicht die richtige Farbe, wenn ihr sagt, das Glimmer ist mir vielleicht ein Ticken zu dunkel. Würde ich mal sagen, ist das Sunkissed vermutlich für viele die richtige Wahl. Sunkissed Glimmer. Für mich ist es tatsächlich, also ich kann beide tragen. Ich benutze natürlich heute die Farbe Sunkissed und dann gucken wir mal, wie sich das so macht. Ich habe auf jeden Fall mein Backup in der Farbe Glimmer gekauft, weil ich halt eben weiß, dass ich das sehr liebe. Und die hatten ja jetzt auch so um den Jahreswechsel relativ viele Prozente und Aktionen und so. Müsst ihr mal gucken, weil die Seite von Tarte selbst, die haben oft Sachen. Also die haben oft richtig geile Aktionen. Und ja, auch da benutze ich den Glotion von Tarte. Den seht ihr ja auch ständig bei mir. Und jetzt zeige ich euch, wie ich das benutze. Habt ihr bestimmt schon ein paar Mal gesehen. Also ich nehme von dem Glow Light, das ist jetzt halt hier die Farbe Sunkissed, nehme ich mir einfach so ein bisschen drauf. Ne, so grob. Und dann nehme ich mir was von dem Tarte Glotion, den ich ja, ihr wisst, also könnt ihr wahrscheinlich mit den meisten anderen Primern auch machen. Verreibe mir den ein bisschen und dann verreibe ich mir das Ganze auf dem Gesicht und habe so die Mischung von beiden. Also ich habe das gute Glow Light mit dem guten Glotion gemischt und finde auch, dass das wirklich ein ganz tolles Ergebnis gibt. Ich habe das noch gar nicht so ausprobiert, das im Sommer mal nur so zu tragen. Aber ich könnte mir das auch vorstellen, weil ich finde eben, dass es schon die Haut schön ausgleicht. Ausgleicht, ne, ihr seht's, aber es macht einfach schon mal ein ganz geiles Finish. Und ja, große, große Liebe. Und ich kann auch mit der Farbe Sunkissed super arbeiten. Also, ja. Leute. Also Tarte ist für mich absolut zu wenig gehypt. Also Tarte ist für mich eine Marke, die oft Sachen raushaut, die gigantisch gut sind. Also meiner Meinung nach ist es für mich eine der besten Marken überhaupt.
Heute mache ich mal ein Experiment nur mit Concealer. Und zwar, ich habe ja relativ viele Foundation und auch Concealer gekauft in der letzten Zeit. Foundation-Freitage sind alle in Arbeit und so weiter und so fort. Ich hatte mir den Lancôme Serum Concealer geholt. Das ist diese Teint Idol Ultra Wear Care and Glow Serum Concealer Variante in der Farbe 120N. Ist mir eigentlich ein bisschen zu hell, aber wir kriegen das schon hin. Und ich hatte ja gesagt, dass ich den Sinn von Concealern ohne Deckkraft nicht verstehe. Und ich hatte den bisher erst einmal so unterm Auge ein bisschen ausprobiert und heute möchte ich mal gucken, was der so kann. Mir hatte auch jemand unter dem Video kommentiert, dass sie gerne Concealer mag, ohne viel Deckkraft, weil sie einen Corrector benutzt. Ja, das verstehe ich natürlich. Das ist einleuchtend. Absolut einleuchtend. So, ich mache aber jetzt mal hier so ein bisschen von dem Concealer drauf und dann gucken wir uns das mal an. Also, wie gesagt, Concealer ohne Deckkraft sind für mich halt nicht sinnvoll, persönlich, ne? Ich mache jetzt auch erstmal bewusst nur eine Seite. Ist natürlich auch die schlimme, so, ne? Ich habe ja die eine Seite ist deutlich weniger unruhig bei mir. Macht natürlich jetzt auch gerade in Kombination mit dem mit der Tarte-Geschichte einen sehr, sehr guten Eindruck. Auf der anderen Seite, wenn man hier von viel nimmt, um das jetzt als Foundation-Concealer-Ersatz zu nehmen, dann ist das natürlich eine expensive Sache. Also ist natürlich jetzt nichts, was man... Ja, aber guck mal, Leute. Also ihr wisst ja zum Beispiel, ich nehme halt super gerne jetzt, was weiß ich, den von Natasha, mache mir hier einen Punkt, da einen Punkt, verblende das und dann brauche ich keine Foundation mehr. Aber so macht es für mich nicht wirklich Sinn. Also das muss ich leider sagen. Ich habe das Gefühl, ich müsste jetzt noch einen Concealer nehmen. Wisst ihr, was ich meine? Vielleicht ist es wirklich was für die Leute, die sagen, ich benutze einen Corrector und dann ein ganz bisschen noch vom Concealer oben drauf. Dann kann ich das vielleicht nachvollziehen, aber für mich wäre das jetzt nicht zu gebrauchen, sage ich mal. Also weder als Concealer noch, noch als... Ich habe gedacht, vielleicht wird es so ein schönes Ergebnis haben, aber das reicht mir nicht. Also für mich, denke ich mal, ist das hier nicht zu gebrauchen. Das kleine teure Scheißerchen. Ne, weil das macht einfach keinen Sinn, sich hier für so viel Geld einen Concealer zu kaufen, den man dann auf dem ganzen Gesicht anwendet. Theoretisch, wenn ich den jetzt überall benutze, benutze den 3-4 Tage oder was weiß ich, 2-3 Wochen, dann ist der alle. Und deshalb, ja. Würde ich sagen, ist das für mich ein Flop, weil er keine Deckkraft hat. Oder kaum Deckkraft, ne? Keine können wir jetzt ja nicht sagen. Also es macht schon ja was mit meinem Gesicht, aber das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. Wäre dann vielleicht was, wo man jetzt nochmal mit einer Puder-Foundation drüber gehen könnte, aber ganz ehrlich, also das ist mir zu viel Hackmack, ne? Das ist dann für mich am Thema vorbei. Ich habe natürlich jetzt einen super krassen Glow, ne? Also die Kombination ist jetzt, also alter Schwede. Heftig. Also, Lancôme Teint Idol Ultra Wear Care and Glow Serum Foundation Concealer ist nichts für mich. Riecht nach nichts. Nö, riecht nach nichts. Ja, ne? Ciao. Kommt dann in meinen Sale, wenn ich es irgendwann in meinem ganzen Leben schaffe, meinen Sale mal anzuschauen. Alle, die mir da geschrieben haben, ich ignoriere nicht euch per se, sondern ich ignoriere den Sale gerade. Oh Gott. Ja, ich krieg das nicht auch noch auf die Reihe. Sorry, also dafür habe ich mein Leben leider gerade gar nicht so gut im Griff. Ja, das sieht schon okay aus, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ja, ist total schlecht, aber ist auch echt nicht besonders toll, finde ich. Also, ja. Ja, nicht so schön. Mache ich jetzt ein Creme-Kontur oder mache ich mir jetzt erstmal schön einen Haufen Puder drauf? Lass mich erstmal überlegen, ey. Ja, wie ist das Jahr für euch gestartet? Erzählt mal. Gut,
habt ihr ja irgendwas zu erzählen? Gibt es irgendwelche Neuigkeiten bei euch? Lasst mich das mal wissen. Bei mir ist eigentlich alles beim Alten. Ich habe gerade so ein bisschen Ärger mit einer Sache, die mich ein bisschen bedrückt. Also ist jetzt nichts unbedingt, worüber ich jetzt hier reden will. Ich mache mir mal ein bisschen Lidschatten-Base drauf. So einer Sache, die ich halt klären muss, und es ärgert mich einfach sehr stark, muss man wirklich sagen. Das kennt ihr das, wenn ihr so eine Sache habt und ihr habt das Gefühl, ihr seid so ein bisschen machtlos und ihr kriegt, es funktioniert nicht so, wie ihr sicher seid, dass es richtig ist. Und also ich muss schon sagen, also das ist etwas, was mich gerade sehr, sehr, sehr runterzieht. Ich hoffe, dass ich das jetzt in den nächsten Wochen klären kann. Das ist vielleicht auch etwas, was sich irgendwie auf den Kanal hier auswirken wird. Jetzt nichts Schlimmes, also keine Sorge so, ne? Bleibt alles so, wie es ist im Grunde. Ja, aber es gibt, also es ist wirklich, ich will da jetzt gerade nicht, ich am liebsten würde ich das erzählen. Aber das mache ich halt nicht, weil ich das nicht gehört. Und bin deshalb so ein bisschen, ja, ich bin echt ein bisschen pissig. Und ich habe das Gefühl, das merkt man auch. Also wenn ich jetzt so meine Stories, die ich jetzt die letzten Tage auch gemacht habe, vielleicht ist ja, wenn das Video hier rauskommt, alles geklärt, keine Ahnung. Aber ich finde auch, dass man das gemerkt hat, dass ich pissig bin. Weiß ja nicht, könnt ihr mir jetzt mal sagen. Ich habe dann dadurch auch so eine Unzufriedenheit, auch die ich, finde ich, auch schwierig unterdrücken kann. Also ich habe auch das Gefühl, dass meine Kunden das auch abkriegen. Wenn die nicht zuhören oder die stellen Fragen, die meiner Meinung nach dämlich sind, ne? Wisst ihr, was ich meine? Dann kriegen die das auch immer gleich ab. Dann kriegen die ordentlich einen drauf bei mir. Ich nehme hier das MAC-Puder. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass diese Sache sich jetzt schnellstmöglich irgendwie klärt. Es nervt Leute. Also es gibt Sachen, ne? Vor allem ist es einfach so geil. Mein Mann ist davon auch maximal angepisst. Und deshalb ist das bei uns auch zu Hause dauernd Thema. Das heißt, es ist nichts, was du einfach ja abends quasi gut sein lässt, sondern wir sitzen dann auf dem Sofa und reden darüber und regen uns auf. Egal, lassen wir das Thema. Ich habe mich gerade mit dem MAC-Puder abgepudert. Jetzt nehme ich hier das, ich habe nur neues Blush. Von Make-up Forever. Habe ich euch das Blush schon ein Reel gedreht, was ich noch nicht hochgeladen habe. Ich muss erst mal überlegen, ne? Manchmal, ich habe ein paar Sachen schon so ein bisschen vorbereitet und so. Und ich nehme auf jeden Fall das Make-up Forever Sculpt. Du heißt Artist Sculpt. Und gib mir davon ein bisschen drauf, weil heute ist auf jeden Fall der Star das Blush. Mal wieder. Ich sag so süß, wie viele so voll entsetzt waren in meinem letzten, im zweiten Teil von meinem Haul, weil ich habe da ja das Natasha Denona Berry Pop Blush drauf in dem Video und viele sind so voll schockiert über die Menge an Blush, aber Leute, glaubt mir, ich kann es noch toppen heute. Ich glaube, heute kann ich es noch toppen und das habe ich auch vor, muss ich wirklich sagen, weil Spaß macht. Es macht echt Spaß, muss ich sagen. Also ja, das liegt daran. Also ich bin ja eigentlich die Blush-Fetischistin schlechthin, aber ich muss sagen, und es ist mir auch aufgefallen in der letzten Zeit, dass ich tatsächlich recht wenig Blush für meine Verhältnisse benutzt habe. Und ich glaube, es gibt jetzt viele, die sind gerade wieder im Schock. Hilfe, bleib hier. Weil ich wieder so viel Blush trage. Ich glaube, das schockiert hier einige.
absoluter Tipp von mir, ne? Also wenn ihr Lust auf Pinsel habt und ihr müsst natürlich hinterher sein, der Wayne Goss F1, das ist von seiner neuen Kollektion. Ich liebe den, ne? Also ich glaube, den kaufe ich mir auch nochmal. Also das ist tatsächlich ein Pinsel, wo ich glaube, der kann alles. Also der kann mega geil abpudern. Oh, der kann bestimmt geil abpudern. Habe ich noch nicht gemacht, ne? Weil er diese abgeschrägte Form hat und auch wirklich eine sehr große Fläche hier hat. Das heißt, ich denke, man kann schön gezielt abpudern. Es ist gerade mein liebster Bronzer und Konturpinsel. Blush macht der in Perfektion. Der kann geil Highlighter auftragen. Also ich denke, wenn der wieder verfügbar ist, dann hole ich mir den nochmal, weil er ist wirklich zu gut. Aber ich glaube, das ist auch aktuell einer von denen, die ausverkauft sind bei Beautylish. Aber er ist traumhaft. Traumhaft. So, passt auf. Jetzt machen wir uns mal ein Augen-Make-up. Ich habe mir gedacht, ich nehme nochmal die Natasha Denona My Dream Mini und wirklich mache auch kein, im Moment mache ich nicht viel Augen-Make-up und bin da voll begeistert von. Also bin total verliebt in meine Art und Weise, wie ich mein Make-up aktuell trage. Da wir heute den Fokus auch auf die Wangen legen, zeige ich euch mal, was ich im Moment so gerne mache. Ich hole euch mal ein bisschen ran. Ich nehme in dem Fall jetzt einfach hier die Natasha My Dream und nehme den äußersten Ton und gebe mir den einfach so ein bisschen drauf. Muss erstmal gucken, meine Base war ziemlich sticky, wie ich jetzt gerade merke. Also erstmal ein bisschen mein Öl aus der Lidfalte poolen. Und gebe mir wirklich das nur so ein bisschen drauf, einfach, ja, um so ein bisschen so einen Grund zu haben. Gebe mir das auch hier unten hin. Das, so einen Look könnt ihr natürlich mit vielen anderen Lidschattenpaletten auch machen, ne? Gar keine Frage. Aber die ist halt einfach wirklich eine richtig tolle Palette. Das ist so eine richtig schöne, ja. Die liegt jetzt bei mir auch wirklich rum. Also das ist eine der wenigen von... Also ich habe ja meine Natasha Denona Paletten alle hinten in der Vitrine stehen. Und die hier nicht. Die liegt im Moment noch wirklich draußen, weil ich die im Moment dauernd benutze. Weil die einfach so schön ist. Ich meine, die anderen sind auch schön, ne? Aber irgendwie ist das hier gerade so meine... Ich greife ständig zu dir Palette. So, Grundierung. Dann habe ich den ultimativen Pinsel. Also das ist gerade mein Pinsel für jeden Tag. Und zwar der Sonia G Pencil S. Das ist von ihren neuen. Die habe ich noch nicht lange. Und damit nehme ich diesen dunklen Ton auf und ja, mache mir quasi wie so einen kleinen ausgeblöten Lidstrich. Also ich gehe hier einfach an meinem Wimpernkranz entlang. Und dann gehe ich so ein kleines bisschen, also ich gehe jetzt mit unten, gehe mir so ein bisschen hier hoch, ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen, und mache nur so einen angedeuteten Wing, weil so ein richtiger Wing, finde ich, ist ja bei mir auch immer schwierig, weil ich schon so ein bisschen Schlupflid habe und ja, das ist jetzt auch nicht irgendwie das, was mich so super anspricht, aber so habt ihr quasi einen Lidstrich, der so ganz soft ist und finde ich einfach genial und es geht so, so gut mit diesem Pinsel. Und dadurch, dass es mit diesem Pinsel bei mir so gut geht, trage ich das auch ständig. Also, ja. Wenn man das Ganze noch ein bisschen intensiver haben möchte, kann man zum Beispiel so wie Natasha das macht, die nimmt ja ganz oft halt einen Stift. Also irgendein Pencil und macht es damit und geht dann nochmal mit einem Lidschatten drüber und dann ist das noch ein bisschen intensiver. Aber ich finde, so ist es einfach so super schön. Das Auge ist so eingerahmt, es ist everyday, es ist total unkompliziert. Also ich liebe das wirklich total. Und dann mache ich meistens
Zum Beispiel gibt es ein Sparkle von Linda Halberg zum Beispiel obendrauf. In dem Fall, ich habe jetzt hier die Palette liegen und ich nehme heute auch mal den helleren Ton und gehe einfach mit meinem Pinsel da rein und gebe mir das so ein bisschen, das Schimmer einfach nochmal hier so oben drüber. Ich weiß gar nicht, habe ich so einen Look mit der Palette auch geschminkt, als ich die vorgestellt habe? Wahrscheinlich, ne? Aber das ist so gerade das, was mich so, das macht mich einfach glücklich. Das ist einfach, das sieht schön aus, das ist ein Hingucker, steht mir, finde ich, auch gut. Muss ja auch gucken, finde ich, dass es so, ja, auch zur Augenform und sowas passt, ne? Ja, und das ist so bei mir gerade everyday auf dem Auge. Total langweilig fast, ne? Also völlig unspektakulär, aber ich mag's. Bleiben wir aber auch gleich bei den Augen. Und zwar habe ich eine neue Mascara aus der Drogerie. Und ich habe erst noch drüber geschimpft. Und dann habe ich sie nochmal ausprobiert. Und dann dachte ich mir, ach nö, die ist doch gar nicht so verkehrt. Und zwar von Catrice. Diese gelbe. Die heißt Fake It, Volume and False Lash Mascara. Apropos False Lash Mascara. Ich habe immer noch diese Kiss Eye selbstklebenden Dinger hier liegen. Oh Gott. Also ich habe ja zum einen Angst, dass ich irgendwie drauf reagiere, allergisch in irgendeiner Art und Weise. Dann habe ich auch Angst, dass ich mir damit Wimpern rausreiße, weil ich hatte ja schon mal... Ich weiß ja nicht, kennt ihr meine Geschichte von den Wimpern-Extensions? Die habe ich schon ein paar Mal erzählt, aber ist auch schon eine Weile her. Ich habe mal meine Kollegin nebenan im Studio, die hat eine Zeit lang diese Wimpern-Extensions gemacht, also diese richtigen, wo man so einzelne draufklebt und so. Und dann habe ich das gemacht und es sah echt geil aus, weil wir hatten, ich mag ja, ihr wisst ja, ich mag keine falschen Wimpern, aber wenn die so sind, dass das fast natürlich aussieht, ist es natürlich cool, ne? Kann man nicht anders sagen. Und es sah auch geil aus, ne? Und ja, so einen Tag sah es geil aus, weil am nächsten Tag bin ich aufgewacht mit so dicken Augen. Und dann, es gibt ja so Remover-Zeugs, ne? Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, es geht gar nicht, das brennt, juckt. Ich hatte dicke Augen, geschwollene Augen, alles war schlimm. Also allergische Reaktion, so der Klassiker. Und dann haben wir versucht, das mit diesem Remover-Zeugs abzukriegen, aber das ging halt nicht, weil das war ja auch ganz frisch aufgeklebt und wir haben es einfach nicht abgekriegt, ne? Und das Ende vom Lied war, es war wirklich echt schlimm. Ich habe mir halt dann diese Fake Lashes abgerissen mit meinen eigenen Wimpern zusammen, ne? Weil ich musste es, irgendwie mussten wir es ja abkriegen und es wurde immer schlimmer mit der allergischen Reaktion und meine, ich war halt so, ich dachte so, okay, entweder wirst du jetzt blind, so, oder du hast keine Wimpern mehr. Und ich hatte dann echt fast keine Wimpern mehr, ne? Also das war echt schlimm, ne? Deshalb habe ich ja voll das Trauma. Ah, Gott. Ja, aber unter meinem Haul-Video haben ganz viele von euch geschrieben, dass sie diese Kiss, wie heißen sie? Impress-Dinger total gut finden. Ja. Es hat aber auch eine geschrieben, die halten gar nicht ohne Extrakleber. Also, seht ihr, ich bin schon auch wirklich gespannt, ne? Mal gucken. Ich trau mich nicht. Achso, jetzt habe ich so viel über alles andere geredet und bin ganz darüber hinweggekommen, zu sagen, dass mir diese Mascara ganz gut gefällt. Also zuerst habe ich gedacht, die macht gar nichts, aber ich finde, die macht tatsächlich ziemlich viel und gefällt mir jetzt auf den ersten Blick sehr, sehr gut. So, ja. Und ich hatte sie auch gestern drauf und mir ist aufgefallen, dass ich sie ganz okay abschminken kann. Das ist ja auch mal schön, weil die anderen, die ich sonst gut finde, sind ganz schwer abzuschminken. Deshalb finde ich das gar nicht schlecht. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich habe mir, gibt es eigentlich auch bei Purish, ich weiß gar nicht, warum ich das, wo ich das mir geholt habe. Ich habe das gekauft bei Sephora, glaube ich. Bei irgendeiner Bestellung hatte ich das mit eingepackt. Und zwar Nabla Viper Lip Mask. Und ganz ehrlich,
liebe ich. Steht jetzt hier bei mir, weil meine meisten Lippenmasken und so richtige Pflegesachen stehen bei mir drüben im Skincare-Zimmer. Ah, ich muss so lachen. Irgendwer hat bei mir drunter geschrieben, mein Skincare-Zimmer ist mein Badezimmer. Ja, also das ist auch die Regel so, ne? Also das ist eigentlich eher die normale Sache. Aber das, weil ich ja immer, wenn ich mir hier das Make-up mache, dann pflege ich meine Lippen vorher und es gehört für mich irgendwie so mit dazu. Und es gefällt mir sehr, sehr gut und mir gefällt auch das Packaging extrem. Wie gesagt, gibt es auch bei Purish, hat ein leichtes Bitzeln so, also einen leichten Plumping-Brenneffekt, was ich ganz geil finde. Ist jetzt aber nicht wie die Vipa in echt, ne? Wo haben wir die? Steht hier bei mir, ist gefährlich. Kennt ihr das? Ja, das kennt ihr doch, ne? Viper von Nabla, das ist heftig. Also, das ist der krasseste Lip Plumper, den ihr euch vorstellen könnt. Also da kann dieser Lip Injection Extreme von Too Faced, der kann einpacken. Könnt ihr mir glauben. Also das, wenn ihr den drauf macht, ihr so, puh, das ist geil. So, egal. Machen wir mal weiter mit Blush. Ne, machen wir erstmal Highlighter ein bisschen. Ne, wir machen erstmal Blush. Wir lassen Blush erstmal alleine wirken. Wie gesagt, ich hatte schon ein Reel gedreht. Ob ich das schon rausgehauen habe, weiß ich nicht genau, aber MAC hat ja diese neue Limited Edition rausgebracht. Ich habe das bei Douglas gekauft. Komm jetzt raus hier. Einige hatten mir geschrieben, weil ich mich gewundert hatte oder gefragt habe, warum das diese Schuppenoptik hat, dass irgendwie das Jahr des Drachen ist oder so und das daher kommt. Also dann passte das mit der Drachen-Idee. Ich dachte, bei Drachen denke ich nur jetzt immer an Game of Thrones und an Dragonheart. Kennt ihr doch Dragonheart? Oh Gott, den Film habe ich so abgefeiert, ey. Oh, das ist so, es gibt so ein paar Filme. Kennt ihr das? Es gibt ein paar Filme, die guckt man immer, wenn die im Fernsehen laufen. Sowas wie Aaron Brockovich. Also wenn das im Fernsehen läuft, und das tut es ziemlich häufig, irgendwie so abends auf N3 oder so, dann muss ich das gucken. Und Dragonheart gehört für mich dazu. Schreibt mir doch mal unten rein, welches eure Filme sind, wenn die im Fernsehen laufen, dass ihr die gucken müsst. So Titanic ist auch so in die Richtung. Wisst ihr, ist irgendwie so, man bleibt dann immer wieder dran hängen. Geht mir zumindest so. So, Blush. Wir haben hier zwei Farben in dieser Kollektion und die eine Farbe ist Full of Wonder. Ja, und ehrlich gesagt, wirklich Full of Wonder, kann ich euch sagen. Und Power to You. Also, die Full of Wonder Farbe ist ja so eine peachy Farbe. Und ihr wisst ja, Peach ist eigentlich bei mir, ich mag das, aber es ist mir oft zu zart, ja, auf meiner Haut. Ja, das hatte ich hier auch befürchtet. Ich wollte den fast nicht kaufen, aber Leute. Also wenn ihr dachtet so, ah ja, ich nehme den soften. Nee, er ist nicht soft. Ich swatch euch jetzt die beiden mal nebeneinander. Und die sind wirklich gigantisch schön. Also nicht nur, dass die Farben mich extrem anmachen, sondern auch das Finish ist genial. Also hier sind die beiden. Das ist Full of Wonder. Ihr könnt es sehen, ne? Also es ist kein Blush für schwache Nerven. Und wie hieß das andere? Warte, das andere hieß, Full of Wonder und Power to You. Also keiner von denen ist was für jemanden, der keinen Bock auf Blush hat. Das muss man einfach sagen. Die sind beide, ja, die haben richtig was in sich. Ich würde jetzt mal anfangen mit dem Full of Wonder und würde den so ein bisschen, also ich versuche den mal soft aufzutragen, okay? Ich will mal gucken, ob das auch geht, weil das ist ja auch immer die Frage, weil viele mögen das ja nicht so, dass man so viel Blush hat und ach, guck mal. Alle so, was ist doch nicht soft, Jenny? Doch, für mich ist das soft. Ah, nein, es ist schon fast nicht mehr soft. Also, das hier ist Full of Wonder. Und ganz ehrlich, also, ich finde es extrem gut. Also, ich finde diese Aufbaubarkeit von den Blushes so schön. Glaub mir, also,
dadurch, dass ich einfach kein Händchen dafür habe, Blush zart aufzutragen, passiert es hier auch nicht. Aber ich glaube, ihr könnt es noch zarter auftragen als ich. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass das unbedingt ein zartes Blush ist. Ja, also es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, hier, Leute, das ist das perfekte Everyday Peach für euch. Da gibt es andere, softere Everyday Peaches. Aber für mich ist es das perfekte Peach, weil es ist kräftig genug, dass es mir gefällt. Es deckt meine Rötungen ab, sagen wir mal so. Und es hat diesen gewissen Unterton, der mir einfach extrem gut gefällt. Also das ist ein Blush, kann ich euch sagen, im Sommer, es hat halt so ein ganz bisschen von diesem Sunburned Look, ne? Gerade wenn ich das hier so großflächig auch so über die Nase gebe. Ich finde es, also wirklich, ich habe ja gedacht, das wird nichts für mich, aber ich nehme es trotzdem mit, weil es mir irgendwie gefällt, ja. Ja, das ist halt das Problem. Das ist ja nicht das Blush, was ihr hier seht. Das sind meine Rötungen. Und dadurch, dass der Concealer so wenig abdeckt, sieht es aus, als hätte ich hier auch schon überall Blush. Dabei ist es halt eigentlich, sind es eigentlich die Rötungen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Muss ich gleich mal gucken, ob ich das noch irgendwie korrigieren kann. Ja, also, was ihr auch sehen könnt, ist dieses Finish ist so gut, Leute. Das ist so Satin Finish. Überhaupt nicht so glowy wie jetzt, sagen wir mal, die von RMS oder sowas, sondern es ist, seht ihr, also es hat auch keinen Glitzer oder sowas, ne, sondern es ist einfach so glossy. So, ich habe mir gerade jetzt hier nochmal so ein bisschen Concealer aufgetragen, damit das nicht so schräg aussieht, ne, dadurch, ja, sieht es jetzt auch einfach schöner aus, wenn man nicht hier noch die starke Rötung so dolle sieht und dann das Blush. Also, das war jetzt Power to You. Ne, Power to You kommt jetzt. Und also Power to You ist wirklich für den Blush-Freak. Ja? Ich mache hier Power to You hier oben so ein bisschen hin und auch nur hier in den hinteren Bereich. Ihr wisst ja, ich trage gerne meinen Blush so. Aber ihr könnt hier sehen, Power to You ist, ja. Das ist intens, finde ich aber auch cool, weil ich denke auch gerade für Leute, die auch eine dunklere Haut einfach haben, könnte das eine schöne Sache sein. Ihr wisst, es ist einfach, ich sage das immer wieder, ich kann keine Empfehlung für dunkle Haut aussprechen, für dunklere oder für viel hellere oder für Mischhaut oder für ölige Haut, weil ich sie einfach nicht habe. Das tut mir leid. Ich kann dann immer nur sagen, ich könnte mir vorstellen, ne? Und ja, könnte ich mir eben vorstellen, auch bei Haut, die etwas dunkler ist. Wenn ihr hellere Haut habt als ich, glaube ich, dass Power to You für euch eine Grenzerfahrung sein könnte. Wohingegen ich mir vorstellen könnte, ist Full of Wonder ist so für alle. Aber eben auch nur dann, wenn ihr Lust auf Rouge habt. Das würde ich jetzt mal. So wäre jetzt mein Fazit und ich habe Lust auf Rouge. Und die Kombination von beiden ist für mich eine absolute Sensation. Und vor allen Dingen, ich denke, wenn jetzt der Sommer kommt und der Frühling, ihr werdet viel davon auf meinen Wangen sehen. Weil das sind so, diese Farben schreien für mich so Sommer. Ne, wenn ihr eh schon ein bisschen angebräunt seid, bisschen Fake Freckles oder echte Freckles, Bronzer und dann diese Kombination von den beiden auch. Ich finde es so schön. So, ich mache mir mal eben, bereite mal meine Augenbrauen vor, weil ich habe nämlich auch ein neues Augenbrauenprodukt. Bevor wir zu den Lippen kommen. Anastasia Beverly Hills hat ja ein neues Augenbrauengel rausgehauen. Und zwar das Brow Freeze Gel. Also das Brow Freeze an sich ist ja schon ziemlich geil, aber es ist auch ein Aufwand, finde ich. Also es ist wirklich etwas, was auch mal in meinen Favoriten war. Aber ich benutze es tatsächlich außerordentlich selten, weil, oh ja, dieses Ganze mit dem Spoolie und dann musst du ihn sauber machen und dann musst du dies und musst du das. Und es sieht geil aus, keine Frage. Und ich
Empfehle es auch immer noch, wenn ihr so diesen Style gerne mögt. Aber irgendwie nervt es mich ein bisschen. Und ich finde ja nach wie vor Werbung, das von Dominique Cosmetics, also das ist für mich im Moment der Hammer, weil das macht auch so einen richtigen aufgefederten Look. Das 24 Hours Brow Setter von Benefit ist eher, das schafft es nicht so ganz, diesen dicken, separierten, aufgefederten Look hinzukriegen, aber dafür hält es so wunderbar. Und ist, glaube ich, eher was für Leute, die ihre Augenbrauen schön in Form gerne hätten, aber nicht unbedingt dieses Laminierte brauchen. Ja, das braucht ihr hier nicht. Bei dem Anastasia Beverly Hills Brow Freeze Gel, ich würde mal sagen, es ist ein bisschen eine Mischung dazwischen. Es kriegt es nicht so krass hin, finde ich, wie bei dem Dominique Cosmetics. Es ist aber hart wie Stein. Also eure Augenbrauen werden so richtig crispy. Muss man mögen. Was mir hier auffällt ist, man muss den genauen Punkt kriegen. Man darf nicht zu viel auftragen, weil dann kriegt man so weiße Klumpen. Das hatte ich nämlich gestern, weil ich das ich wollte das auf die Spitze bringen, sozusagen. Aber dann wird es auch unschön, finde ich. Was ich hier interessant finde, ist, es ist, glaube ich, 1:1 das Bürstchen vom Benefit. Muss ich gleich mal gucken. Seht ihr, also, ihr kriegt nicht 100% dieses ganz Steile hin. Und es wird auch sehr schnell hart und dann... Also ihr seht, ich bin nicht so 100% überzeugt. Also ich finde es jetzt nicht schlecht, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, rennt und kauft es euch. Also dann würde ich eher, wenn ihr wirklich diesen hochstehenden Look haben wollt, den könnt ihr mit dem Anastasia Beverly Hills, mit dem Dominique Cosmetics gut hinkriegen, ohne viel Aufwand. Oder halt, wenn ihr es richtig extrem haben wollt mit dem Brow Freeze. Ja, das sieht jetzt auch ganz cool aus, so, ne? Keine Frage, aber ich weiß noch nicht. Ich hatte halt, wie gesagt, gestern wirklich sehr stark so weiße Stellen. Was mir jetzt so auffällt, wenn ich die beiden so in die Hand nehme. Also hier, ich habe das Gefühl, das ist wieder so ein Klassiker. Da haben sie ein extra schweres Material genommen. Also ich glaube jetzt auch, dass da eine Menge drin ist. Keine Frage, aber das fühlt sich so schwer an. Gefällt mir aber vom Packaging ganz gut. Auch die Haptik ist so ein bisschen samtig. Ne? Also das ist schon interessant. Also ich wollte noch mal kurz die Bürstchen vergleichen hier vom Benefit und von Anastasia. Ja. Ja. Ich würde mal sagen, die sind the same. Also kurze Noppen auf der einen Seite, längere auf der anderen, die gleiche Größe. Also ich denke, da hat man sich voneinander inspirieren lassen. Wollen wir das mal so sagen. Ja, erzählt mir mal, habt ihr das schon, das neue Gel von Anastasia Beverly Hills? Würde mich interessieren, wie findet ihr das und so weiter und so fort. Ich teste mal noch ein bisschen. Ne? Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Es reißt mich aber jetzt auch nicht total aus dem Häuschen. Kommen wir zum letzten Produkt. Und zwar ist das nochmal aus der MAC LE. Und zwar ist das ein Lippenstift. Ich muss mal ein bisschen meine Maske. Die Maske hält auch voll geil von Nabla, finde ich, auf den Lippen. Und zwar ist das ein Sweeter Cinnamon. Ein Lustre Glass Lipstick. Guckt mal, wie geil der aussieht. Also ich finde, das Packaging spricht mich sowas von an. Oh, und die Farbe ist auch cool. Also die passt natürlich auch jetzt genial einfach, werdet ihr gleich sehen, zum Rouge. Und das ist auch eine interessante Sache, weil das ist ein Rot, so Backsteinrot, aber es ist nicht so In-Your-Face-Rot, sondern eher so Alltagsrot, würde ich mal sagen. Man muss es halt einfach sagen, MAC kann es nach wie vor total gut, Lippenstifte zu machen, finde ich. Also es ist selten, dass man MAC-Lippenstift hat, wo man sagt, das ist ein Reinfall oder sowas.
Das Lustige ist, in der Kamera ist er viel intensiver als hier in meinem Bild. In meinem Bild. In meinem Spiegel. Oh, Leute. Schön, ne? Ich habe hier noch ein anderes Lippenprodukt liegen, aber das kann ich jetzt auf gar keinen Fall drauf machen, weil das würde das geht gar nicht. Und zwar von Catrice, diesen Shine Bomb Lip Lecker. Die sind nicht schlecht, finde ich. Also die sind ähnlich wie die Vinyl Inks von Maybelline. Schön eigentlich. Finde ich echt nicht schlecht. Aber das ist jetzt hier so ein Rosa, also das kann ich nicht auftragen. Gucken wir mal, machen wir mal in der nächsten, beim nächsten Mal. Ich finde, das hier passt jetzt auch einfach total gut, die Kombi. Und der Lippenstift ist auch sehr schön, muss man sagen. Vom Gefühl, von der Haltbarkeit, ne? Das sind halt diese Schieren von MAC, die halten natürlich auch nicht 100 Jahre, aber die sind schon eine Weile auch auf den Lippen. Und wenn man wie ich natürlich ständig irgendwas am Mund hat, sowas wie Kaffee oder was weiß ich, irgendwas nascht oder an der E-Zigarette zieht, dann ist sowas natürlich immer schneller weg, ne? Ist keine Frage. Ja, so, Leute, machen wir es jetzt noch, oder was? Ich trau mich nicht. Oh mein Gott, das ist so voll der Endgegner für mich. Ah, ich habe Angst, ich weiß überhaupt nicht, wie das machen soll. Leute, man nimmt es. Wo klebt es denn? Das soll halten? Ach du Kacke. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll mit Spiegel halten und das halten und dies halten und wartet mal, sorry, ich muss mal kurz abtauchen. Okay, so geht das schon mal nicht. Ich habe hier doch irgendwo, habe ich doch hier eine Pinzette rumfliegen. Wo ist die? Hier. Oh Gott, Leute. Ah, ich sterbe. Ah. Also, Pinzette nehmen. Schuldig, dass ich jetzt aus dem Dings rauskomme, aber ich sehe es halt sonst nicht. Anhalten. Zusammenpressen. Oh mein Gott. Okay. Okay. Oh wow, voll der Unterschied. Schade, dass ich muss ein bisschen lachen, aber. Hat sie drauf? Hat sie es nicht drauf? Okay, also guckt mal. Hier habe ich es jetzt drauf, hinten an der Ecke. Oh, ich finde jetzt nicht, dass man da einen großen Unterschied sieht. Kann man die öfter tragen oder muss man die entsorgen nach einem Mal tragen? Hä, verstehe ich überhaupt nicht. Ah, okay, wenn ich das jetzt abziehe, da habe ich hier unten so ein bisschen Kleberzeug vom Dingens. Aber ich trage sie doch von unten, das war doch richtig, ne? Nicht oben drauf. Ja, oben ist der Kleber. Habe ich richtig gemacht, Leute. Nicht, dass ihr hinterher sagt, die Bekloppte, ey, ist die Dumme. Okay. Ran. Und randrücken, festdrücken. Krass, idiotensicher, Leute. Echt jetzt mal. Wobei ich jetzt hier schon wieder. Aha. Hier sieht man es jetzt ein bisschen. Da würde ich gleich nochmal so ein bisschen mit einem schwarzen Liner so reingehen. Sonst sieht man, ja, da sieht man es auch ein bisschen. Also ich würde es tatsächlich jetzt mal bei einer Wimper hinten belassen. Wobei ich jetzt sagen muss, dass der Effekt für mich jetzt nicht so ist, dass ich jetzt sagen würde, oh krass, das sieht man total.
Was ich finde, was man sieht, ist, wenn man hier unten drunter guckt, ich weiß ja nicht, ob ihr das sehen könnt, dann sieht man dieses Bändchen. Das würde mich jetzt stören. Dann würde ich mal gucken, ob ich mit, na, wo ist denn Natascha? Linda, da ist Natascha, mal so ein bisschen kaschieren kann, weil sonst ist mir das zu auffällig. Vor allen Dingen für mich, wo ich immer sage, ich hasse Fake Lashes. Da will ich natürlich nicht, dass ich so aussehe wie... Oh Gott, Leute, bitte. Also, ich gucke ja Dschungelcamp, ne? Und es ist ja auch nicht so, dass ich bin kein Typ, der irgendwie über andere lästert. Also, okay, wenn ich mit meinem Mann abends auf dem Sofa sitze, passiert das auch mal, ne? Aber was ich halt einfach gar nicht verstehen kann, ist... Wenn man, also Fake Lashes triggern mich wirklich, das muss ich euch sagen, ich kann das nicht ändern. Wenn du dann aber solche Fake Lashes drauf hast, dass man deine Augen gar nicht mehr sieht, weil deine Augen quasi erschlagen werden von diesem Busch an Fake Lashes, ich kann es nicht nachvollziehen, also das verstehe ich nicht. Aber guck mal, ich weiß nicht, seht ihr jetzt da irgendwie, dass ihr jetzt sagt, Mensch Jenny, das hat sich total gelohnt? Ich nämlich nicht. Also es sieht gut aus, aber ich hätte sie jetzt nicht gebraucht. Vielleicht, was habe ich, ich habe ja hier Natural. Also man sieht es hier hinten schon so ein bisschen, ne? Oh, ob die hält? Na, da bin ich mir nicht so sicher. An der hatte ich aber auch schon rumgefummelt, die hatte ich schon in der Hand. Kann auch sein, dass der Kleber davon nicht mehr gut hält. Ich will mal ganz kurz dran ziehen. Nicht, dass ich sie jetzt in einer halben Stunde schon in der Hand habe, weil ich dran rumgefummelt habe. Nee, die ist dran. Oh mein Gott, wie kriege ich die denn wieder ab, Leute? Einfach dran ziehen oder was? Oh Gott. Okay. Naja, bin ich mal gespannt, ne? Bin ich mal gespannt. Das war jetzt echt so für mich voll die Überwindung, das zu machen. Weil, wie gesagt, ich habe halt ein Trauma. Aber wenn das jetzt funktioniert und schön aussieht, weil es natürlich sehr natürlich aus, es sieht aber im Moment auch so aus, als hätte ich es mir sparen können. Ah ja, ich probiere weiter und erzähle euch. Ich habe hier die, es gibt die in verschiedenen Varianten. Ich habe hier Natural, ist die Bezeichnung. Vielleicht bräuchte ich da nochmal längere oder, aber ich will jetzt auch nicht, also es ist halt auch genau das, was ich mir vorstellen könnte, dass ich nicht so einen Balken habe, sondern wie gesagt nur so im hinteren Bereich, dass das so ein bisschen voller und gelifteter aussieht. Okay. Ja, noch ein bisschen. Nee, ich mache jetzt nicht nochmal Mascara dran, ne? Nee, ne? Nein. Wir lassen das so. Wir lassen das mal so. Und ich habe das Gefühl, aber hier piekst es mich ein bisschen. Auf der Seite. Das mag ich natürlich nicht, ne? Wenn da was piekst. Das habe ich auch auf der Seite mehr im Auge. Gottes Willen, Leute. Ihr denkt auch, okay. Okay. Jenny. Jennifer. Lass gut sein. Man sieht das gar nicht. Ich schmeiß mich weg. Okay, ich teste. Ich teste, ich berichte euch, erzähle, wie es für mich so war. Und vielleicht seht ihr mich ab jetzt immer nur noch mit Fake Lashes. Ich denke nicht. Leute, das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen Blabla, ein bisschen Rouge. Also, ja, mir hat Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ja, macht was Gutes.